Jetzt habe ich ein sehr interessantes Video gesehen, und zwar von Keep Schraubing. Und dort erwähnt er die Saugstrahlpumpe. Die sitzt hier unten und eventuell ist meine Saugstrahlpumpe kaputt. Okay, guck mal, das Ding ist schon auseinandergeflogen hier. Der obere Bereich von der Pumpe, der hat sich quasi von dem Gehäuse gelöst. Motorhaube zu. Jetzt bin ich übelst gespannt. Also noch haben wir keinen. Wir fahren noch mal ein Stück weiter. So, hier, das ist immer die Kreuzung gewesen. So Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute mal wieder hier um den E39. Und zwar habe ich ja in den letzten beiden Videos einmal gezeigt, dass ich gerade auf der Suche bin nach dem Fehler für die Drehzahlschwankung. Die habe ich nämlich immer in der Kaltlaufphase. Man startet den Motor, er springt ganz normal an, man fährt los und danach fängt langsam an die Drehzahl zu schwanken. Meistens, wenn man dann die Ampel heranrollt. Ich habe schon so einiges gewechselt. Hier den Luftbalg habe ich getauscht, neue Zündkerzen, Kurbelgehäuseentlüftung ist neu. Und der nächste Schritt wäre eigentlich der Luftmassenmesser. Den habe ich noch nicht getauscht. Das ist dieses Ding hier. Denn wenn man den Luftmassenmesser abmacht, den Stecker zieht, dann läuft der Motor sehr gut. Wenn man den wieder dran macht, dann läuft er nicht mehr so gut. Also dann hat er wieder die Drehzahlschwankung. Es kann der Luftmassenmesser sein oder wir haben irgendwo ein Falschluftproblem. Weil sobald man den Stecker vom Luftmassenmesser zieht, werden vom Motorsteuergerät Ersatzwerte generiert und das umgeht quasi dieses Falschluftproblem. Jetzt habe ich ein sehr interessantes Video gesehen, und zwar von Keep Schraubing. In dem Video geht es auch um den M54. Link von dem Video ist in der Beschreibung. Und dort erwähnt er die Saugstrahlpumpe. Die sitzt hier unten. Das ist hier die Saugstrahlpumpe und das ist mehr oder weniger ein Ventil. Wenn man dran zieht hier oben. Dann wird hier irgendwas geschlossen, also das Ventil oder eine Kugel oder was auch immer da drin ist. Und eventuell ist meine Saugstrahlpumpe kaputt. Das werden wir gleich feststellen, wenn wir sie ausgebaut haben. Und das Ding hier kostet nur 15 Euro, deswegen will ich das als erstes tauschen, bevor ich mir einen teuren Luftmassenmesser kaufe. Wenn ich Glück habe, dann ist das nur diese Saugstrahlpumpe. Wenn ich Pech habe, muss ich dann im Anschluss mir nochmal ein Luftmassenmesser besorgen und den auch nochmal tauschen und gucken, ob ich dann Erfolg habe oder nicht. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt alle Schrauben von dem Luftfilterkasten schon mal gelöst. Und da sehen wir auch schon die Saugstrahlpumpe. Die sitzt dahinter. Da ist jetzt schwer zu sehen bei dem Licht. Hier ist quasi der obere Anschluss davon. Nach unten geht noch ein Anschluss weg. Und dann nochmal an der Seite. Das ist der, der in den Luftfilterkasten reinkommt. Oder in den Faltenbalg. Das sind allerdings keine Schraubschellen, sondern so eine Quetschschellen. Die muss ich jetzt einmal lösen und dann ersetze ich die gegen Schraubschellen. Das heißt, wir machen diese Schelle einmal ab, die untere Schelle, und dann können wir das Ding hier schon ausbauen. Okay, das ist der Halter. Der ist an der Saugstrahlpumpe dran. Da habe ich gerade die Schraube gelöst. Das Ding ist schon auseinandergeflogen hier. Ich glaube, wir haben die Fehlerquelle. Der obere Bereich von der Pumpe, der hat sich quasi von dem Gehäuse gelöst und hängt hier jetzt noch an dem Schlauch. Das muss ich gleich mit einer Zange da einmal rauspopeln. Und jetzt versuche ich nochmal die untere Schelle da einmal rauszubekommen. Okay, oben ist ab. Da muss ein bisschen flutschig rein. Ja. So. Okay. Müssen wir den nur noch abziehen.
Okay. Ja, so sieht das Ding von innen aus. Hier sind irgendwelche Membranen. Und der sieht auch schon ziemlich verdreckt aus. Und der ist halt hier oben beim Abziehen vom Schlauch schon auseinandergeflogen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Ding auch nicht mehr ganz dicht war. Achso, und eigentlich wollte ich nochmal dran ziehen und gucken, ob das Ding auch sperrt. Sperrt eigentlich. Also wenn man dran zieht, hier bei dem hier, dann macht er komplett dicht. Bei dem neuen hier. Und doch, macht auch komplett dicht. Okay. Das ist hier original. Das ist hier von Artec. Den gibt es auch von VW. Ist baugleich, hat auch einen 10er nur gekostet. Für den habe ich etwas mehr bezahlt, 12. Aber ich wollte mir bei mir kein VW-Teil einbauen. Deswegen lieber Artec. Jetzt brauchen wir nochmal andere Schellen. So, unten oben ist befestigt. Jetzt machen wir den noch oben drauf. Luft machen wir jetzt noch dran. Und dann haben wir das soweit. So, und jetzt nehme ich das Schlauch hier in den Faltenbalg. Zack. Rein. Fertig. So, wir machen jetzt eine Probefahrt. Wenn ich jetzt Glück habe, dann ist das Problem mit den Drehzahlschwankungen weg. Wenn ich Pech habe, muss ich nochmal den Luftmassenmesser tauschen. Damit entscheidet sich gleich, ob das ein kurzes oder langes Video wird. So. Akku ist getauscht. Motorhaube zu. Jetzt bin ich übelst gespannt. Oh, ja. Springt an. Keine Fehlermeldung. Warten wir mal ab, bis ein bisschen wärmer wird. Fahren dann los. Und an der nächsten Kreuzung kam der Fehler dann schon immer. Dann hat die Drehzahl immer angefangen zu schwanken. Wenn das der Fehler war, dann küsse ich das Auge von Keep Schraubing. Also noch haben wir kein. Wir fahren noch mal ein Stück weiter. Jetzt war doch alles gut. So. Geil, keine Drehzahlschwankung bisher. Hier, das ist immer die Kreuzung gewesen. Keine Drehzahlschwankung. Ich raste aus. Ich hatte gar keinen Bock, den Luftmassenmesser zu kaufen, weil da passt nur, oder was heißt passt, das passen einige, aber funktionieren tut nur der von VDO bzw. Continental, weil der ist baugleich mit dem Originalen. Alles andere ist Schrott, das funktioniert nicht. So. Und so ein Luftmassenmesser kostet zwischen 100 und 150 Euro. Und das wäre natürlich schon ein bisschen schmerzhaft, das zu bezahlen. Das Ding hat jetzt 15 Euro oder 12 oder, ja, will ich nicht liegen, 12 Euro, glaube ich, gekostet. Von ATP hatte ich das Ding gekauft. So, jetzt. Wenn jetzt keine Drehzahlschwankungen kommen, dann haben wir es geschafft, Jungs. Dann haben wir es geschafft. Geil. Zieht euch das Video von Pepe rein. Keep Schraubing heißt der Kanal. Dort erklärt er nochmal ganz genau, was das für ein Bauteil ist, warum er das tauscht. Und der hat ähnliche Probleme gehabt wie ich, Drehzahlschwankungen. Auch der Motor ist bei ihm komplett ausgegangen, das hatte ich zum Glück nicht gehabt. Und der hat auch alles durchgetauscht. Und am Ende war das bei ihm auch diese Saugstrahlpumpe. Digga, ich fasse das nicht. Ha, geil!
Ja, ich würde mal sagen, die 15 Euro Reparatur ist gelungen. Seitdem ich das Auto habe, seit einem Jahr ungefähr, vielleicht auch etwas länger schon, hatte ich die scheiß Drehzahlschwankung gehabt. Ich habe, wie gesagt, schon einiges getauscht und am Ende war das ein 15 Euro Bauteil. Geil. So. Ja, das war's dann mit dem Video. Wenn einer von euch ähnliche Probleme hat mit Drehzahlschwankungen, dann dieses Bauteil am besten tauschen. Bevor ihr den Luftmassenmesser tauscht in den ganzen teuren Spaß, tauscht erstmal dieses 15 Euro Bauteil, Saugstrahlpumpe. Das ist die Lösung beim M54. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bald geht's mit der Garage weiter. Bis dann.